Seit über 10 Jahren gibt es jetzt unsere Kooperation mit der Brandbox und wir sind sehr erfolgreich. Das hat der heutige Messetag bewiesen und wir sind überzeugt, dass für die Abendveranstaltung die Kulisse der Salzburger Altstadt der richtige Rahmen ist. Die Kooperation zwischen der Riedmesse und der Brandbox hat vor allem den Vorteil für die Einkäufer, dass sie nicht nur aus dem Angebot der temporären Messeaussteller schöpfen können, sondern auch aus dem der Brandbox Fixmieter. Und was wir auch gemeinsam haben, die Hot 1 und die Tracht & Country im Moment, ist, dass alles wieder in Richtung puristischer und schlichter geht. Die Feder ist im wahrsten Sinne des Wortes federführend in unserer Kollektion. Das spiegelt sich wieder in so Porten mit Marabou-Federn oder an Röcken Federnabschlüsse oder ein Jacquard mit Falkenbordüre. Und das zieht sich eben durch die ganze Kollektion und macht die Kollektion sehr spannend. Für uns geht der Trend eindeutig wieder hin zu den längeren Modellen, zu den traditionelleren, klassischeren, aber immer noch mit dem nötigen Pfiff. Und ganz, ganz neu sind kurze Steppjacken, Daunenjacken in Trachtenoptik, mit denen man ein Dirndl aufpeppen kann und dann gerüstet ist für die kalte Jahreszeit. Die Kollektion wird europäischer, weil die Leute in Europa auch mehr sich auf die Alpen einstellen und den Trend zum heimeligen alpinen Style suchen. Und dem folgen wir, indem wir wollige Stoffe mit Handarbeiten versehen, Handstiche und dementsprechend aus der Mode dann herausstechen können. Wir haben heuer Waldheimer 2.0 oder Peter Rosecca Reloaded, also neu aufgearbeitetes Karo, neue Traditionen aufgearbeitet, so wie wir das machen, ein bisschen in die Freizeit und so. Naja, Tracht, das ist also ein beschränkter Begriff. Wir beschäftigen uns mit einem Produkt. Das Produkt hat sehr viele Variationen und das Produkt hat eine ganz klare Aussage im Design. Und da versuchen wir natürlich, dieses Design so zu machen, dass es über der Zeit steht. Nicht? Und dadurch kriegt man da letztendlich eine Kollektion Produkte, die sehr variabel und letztendlich flexibel und natürlich auch international sind. Nicht? Also es ist so ein Begriff, der sehr aufs Produkt geht. Und das Produkt ist eigentlich vordergründig und nicht eine Kollektion. Wir versuchen wieder bei Lustrenka Traditionelles neu zu interpretieren, aufzufrischen, farbenfroh und mit tollem Lebensgefühl in diese Show zu gehen. Ist man jetzt etwas konservativer? Die meisten sagen ja, die Mode wird puristischer, vor allem die Tracht wird puristischer. Wir nicht. Wir gehen zurück zu den Wurzeln, wir wollen aber mehr Farbe zeigen, wir wollen mehr riskieren, wir wollen noch mehr Gefühl rüberbringen und wir glauben, dass die harten Zeiten, die Menschen momentan im Kopf durchmachen, durch Herzgefühl müssen aufgefrischt werden. Das ist unser Ciao.